Gut. Hoffentlich ist nicht die Folge gecrashed. Ah, aber hoffentlich nicht. Wie viel von 62? Früher war hier ein 0-9, aber früher ein Tor. Verkehrsraudi. Also ist das 18, das würde ich sagen, das mache ich jedenfalls nicht. Siebzehn mit dem Sonnenblumen, ja, das hätte ich jetzt noch machen. Aber ich finde diese Map echt gesagt, wie schon gesagt, echt schön. Ja. Diese nervigen Bunker. Ja. Wenn auch mal lustig irgendwie, ja gut. So gut, ne? Ja, zwar. Lustig kann hier sein, eine Animation wäre, so noch Leute auf dem Fließband oder Zeug aussortieren. Ja, bin vom Kurs abgekommen, Mist. Echt nervig sowas. Vierundsechzig müssen. Eben, sag ich ja. Also die Hälfte von der Folge ist schon wieder fast rum, Amitz. Mehr als die Hälfte. Wenn hier sowas aufnimmst hier. Ja, und ja, wie ich schon am Anfang des Projekts gesagt habe, weil hier geht's nicht, also hier ist ja die Challenge, also hier ist ja die Challenge sozusagen, nur mit DLCs arbeiten. Ja gut, der Keeper ist kein DLC, aber aus einem guten Grund. Weil es gibt keinen DLC-Keeper. Und ja. Wenn du natürlich keinen DLC-Keeper dabei hast, kannst du auch das DLC hier nicht einhalten. Ja, gut, die meisten Leute sagen, könnte es auch sein. Ja, aber ich habe ja mal eine. Ich glaube, einmal habe ich in einer Folge mal eine Abstimmung gemacht. Habe ich mal eine Abstimmung gemacht und dann. Also, habe ich ja gesagt. Und dann jemand auf so Art und Weise gesagt, ja, ist gut oder nein. Deswegen habe ich selbst bestimmen.
sozusagen, dass ich einen Wagen mitnehme. Also alle Fahrzeuge, die aber nicht in einem, in so einem DLC-Projekt vorhanden sind, also Felsspritzen sind da vorhanden, die werde ich natürlich nicht, also werde ich natürlich DLCs Felsspritzen natürlich nutzen hier. Ich mache ja keinen Kasper hier. Wo ist Suppenkasper? Deswegen habe ich gesagt, auf Felsspritzen werde ich ja. Jetzt muss ich mal kurz. Optionen. Mal hier, okay, seht ihr diese Felsspritzen, die nehme ich nicht auch rein, wenn ich es jetzt mal machen muss. Aber ich glaube nicht, dass wirklich so das Projekt noch so lange läuft. Und wenn ihr natürlich, wie gesagt, wenn ihr noch mit Jelle länger folgen wollt, oder mehr Folgen, schreibt es einfach rein. Und so. Und solche Sachen. Und so. Weil, schon wichtig zu wissen, also ich habe ja eigentlich gesagt, zwischen 12 bis 20 Folgen, weil ich wollte das Projekt noch zu lange strecken. Weil, ja, ihr wisst ja. Weil das Problem liegt ja meistens immer darin, wenn ich jetzt zu lange Videos mache oder zu viele. Jetzt sind wir bei 18 Minuten, seht ihr. Wäre jetzt schon längst, seht ihr uns abbrechen. Und ihr wisst ja, dass solche Sachen halt, solche Projekte halt echt in die Länge gezogen wird. Und umso länger das sowas geht, umso schwerer ist es dann, wirklich dein Ding, weil du halt, wie gesagt, hier irgendwie 20 Folgen machst, nur irgendwie Kartoffeln ernten, dann könnt ihr ja geil, ihr könnt das vorher keine Kartoffeln ernten GmbH nennen können. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Weil, bringt ja nichts, wenn ich hier mich jetzt stundenlang abquäle. Ich hab ja nichts mehr von diesem Projekt hier gesehen. Und ich muss nachträglich noch 10 Folgen anhängen. Nur, dass ich jetzt alle DLC-Projekte zeigen kann. Ich glaube, ich habe hier selber schon irgendwie. Was habe ich? Ich habe selber irgendwie hier schon irgendwie fast 3-4 Folgen davon gemacht. Ich will eigentlich sehr gerne ja das Projekt hier ja mit euch ein echt gutes Projekt. Und wirklich DLCs auch zeigen ein bisschen. Ich will hier ja nicht irgendwie hier jetzt DLCs rumstehen lassen und ja. Und eigentlich habe ich hier Kartoffeln Ernte GmbH hier aufgegründet. Das will ich ja nicht. Ich will ja wirklich eigentlich DLCs Projekt machen. Und nicht irgendwelchen Shit. Deswegen will ich hier schon nicht, wie gesagt, hier schon nicht irgendwelchen Mist machen hier. Und hier nach der Stundenlang hier warten und
euch dann irgendwie die Laune verderben, wenn wir hier 20 Folgen, 10 Folgen hier nur mit Rüben, Kartoffelernte hier verbracht haben. Nicht, wenn wir schon bei 71% sind. Mal Stunde. Ich sehe, ich rede jetzt schon aufhören müssen und dann soll es sich schon wieder gestreckt. Deswegen, ja, gibt es ein bisschen längere Folgen. Und so Sachen. Weil, wie gesagt, auch die jetzt also, das, die alten Welt, wenn ich ja da mal auch dran bin. Das habe ich auch, ja gut, jetzt weiß ich nicht, wann das endet. Da habe ich noch keinen Änderungstermin. Auch nicht viel, aber. Es ist jetzt nicht so wie hier, wo ich sage, ja, so wenig. Ja. Deswegen lieber hier ein bisschen längere Folgen. Roll. Ja. Das ist sonst echt nervig. Und dann rege ich mich wieder auf. Wollte heute nicht den Plan eingehalten, so in Anführungszeichen. Wollte hier einfach nur mal kurze Folgen, oder dass es da eine ewig lange Playlist. Weil, ja. Ich will nicht den gleichen Fehler machen wie beim 15er. Wenn ich da über 100 Folgen hatten und dann, ja, beim 17er soll ich echt spät anfangen, jetzt planen. Ihr wisst es ja noch. Also, die weiß nur natürlich seit Anfang an dabei waren. Weil, das hatte ich echt viele. Und da muss ich ehrlich sagen, das war schon das, heftigste. An, Video. Also, das waren ja das. Das war ja schon das heftigste LP, was ich je gemacht habe. Und natürlich komplett überschätzt. Also, ich hatte den echt. Ich schon echt mich überschätzt. Tut's mal. Ja. Wie sieht's seitlich aus? Gut aus für. Und deswegen wollte ich hier auf das in die ein Part packen hier und lange Part machen. Dass hier nicht irgendwie heißt, dass jetzt nur irgendeine Kartoffel Ernte letztlich gemacht. Gut wäre es jetzt auch, wenn ich es in 40 Minuten wieder durchschaffen. Das ist cool, aber. Ja, gut. Dann müssen wir noch bis zum Morgen. Ein bisschen mehr weiter. Ja, es ist nervig.
Weißt du, denkst du einmal so, ja, ja, komm, das sind ja nicht lange Parts. Machst du mal hier mit? Ja, kannst du denken. Das darfst du mal einfach zu mir nichts, dir nichts so überdimensional viel Zeit. Wurde abgeben. Ja, kann ich auch nicht machen, Leute. Kann ich auch nicht machen, Leute. Er rechnet das immer 2% und knapp 5 oder 6% gilt jetzt als Ernte. Aber wenn das jetzt, ich sage ja eins, wenn das fällt, wenn das steht, Mission abgeschlossen, ich höre auf. Eure Instanz auf. Da hätte ich nicht mehr durch. Weil sie wir für ein Let's Play ein bisschen improduktiv. Wer setzt das A17 nur fürs Dreschen? Und du natürlich, und du natürlich zwei Anhänger kannst füllen und instant kannst du Gas geben, ist das anders? Früher konntest du aussteigen. Früher konntest du hier im 9er. Konntest du instant aussteigen. Beim 08er hattest du immer diese Ansicht hier. Jetzt kann ich jetzt im 08er werden. 08er gespielt hat, schreibt's rein. Stimme denn Ansicht hier. Beim 77, seht ihr. 2%. Also 2% wurden abgeschlossen. Aber es war instant so. Instant. Im 09er konntest du, also der 09er gespielt hat, schreibt sie unten rein. Du konntest aussteigen, das fuhr, Dinge entleerte sich und du konntest um anlaufen. Da finde ich schade, dass ich da den Patch rausgenommen habe. Das Giant Stampage rausgenommen habt. Das ist so nervig, dass ich den Patch rausgenommen habt. Haben. Das ist ja schon schade, der Patch war im 09er der Hit. So, also ich will jetzt mal wissen, wie teuer, also... Da wäre da die Miete, 25.290. Hat aber dafür 9.590 Liter Platz. Arbeitsbreite 3 Meter, aber dafür hast du all, könntest du da viel machen. Den hier noch kurz wegfahren, dann nervt. Warte, ich muss nach vorne. Und dann könntest du ernsthaft, du. Also da wärst du mit der Kartoffelmaschine wärst du eindeutig schneller als mit dieser. Was hat die? Gemietete. Rübentechnik. Kartoffeltechnik. Welche ist das denn? Ist die da? Die haben nur 1,80. Die nur 1,80 Meter. Also wenn ich irgendeinen anderen Let's Play wirklich das machen, schaue ich rein, ernsthaft, dass ich Geld miete. Wie viel Kohle? Jetzt nicht mal die Kohle reingekriegt. Für die Miete.
Seht ihr, hätten wir nicht mal die Kohle reingekriegt für die Miete. Aber wer weiß, wie es ins Schneider gegangen. Ja, nichts drüber aufhängen, das bringt auch nichts. Rumheulen bringt nichts. Punkt. Es ist leider so, rumheulen bringt nichts. Wenn du nur rumheulst, macht es auch keinen Spaß. Ja klar, ich sag jetzt mal so, im Multiplayer, wo du in Anführungszeichen nur mit Standardmaschinen spielst, mit zwei anderen Leuten, geht das ja noch. Da kannst du permanent immer rein, könnt ihr zwei Maschinen nebeneinander laufen lassen. Irgendwie mit vier Leuten. Sagen wir es so, mit vier Leuten. Geht das schon? Wenn ihr mit zu zweit oder nein, ihr zu viert spielt. Und dann vielleicht beide nebeneinander fahren. Bisschen versetzt. Aber solange es nicht da seht wie bei mir, ist alles okay. Aber ich sage ja, solange das nicht so, könntet ihr gut jetzt hier hinten dran. Hier hinten nochmal einen Traktor hinstellen, der fährt nach vorne neben dran und erntet hier nochmal zwei rein. Also das geht schon. Also ihr könntet gut da einen Traktor hinten dran ist nochmal ein. Gut, ist ein bisschen schwer, aber ein bisschen versetzt natürlich. Also schon ein bisschen versetzt. Natürlich, aber. Meist mit Erntemaschinen, große Erntemaschinen irgendwo ausleihen und dann da hier versetzte Kartoffeln ernten. Gut, ihr könnt auch zu dritt spielen. Dann fahrt halt eine immer im Kreis. Die anderen laden immer ab. Und seht ihr 33 Minuten schon? Ihr 81%. Oh Leute, kommt mir gerade die Idee. Wir speichern. Ja, live! Ja, nicht indirekt, aber alles auf Video aufgenommen. Sicherheitshalber mal speichern. Sicherheitshalber, wenn der Strom ausgeht, dass dann hier nicht, dass ich den ganzen Scheiß, sorry für den Ausdruck, nochmal machen muss. Weil, ja, macht dann nicht so viel Spaß, wenn hier dann auch die Sicherung rausfliegt und wir können auch den ganzen Spaß nochmal machen. Außer wir kaufen jetzt irgendwelche Maschinen und dann, wo ist denn nochmal so ein Kram? Ja, aber. Geht halt nochmal dummerweise, wie ich die Aufnahme verloren. Wäre doof. Aber viel verpassen würdet ihr ja nicht. Ach so, Kartoffeln ernte. Nicht so wie bei Minecraft mal, das hat mich echt angepisst. Ja wisst ihr, ich muss ein bisschen voraufnehmen. Und hatte dort nochmal eine Aufnahme gestartet. Und dann war mir das Spiel, also mir war das Spiel gecrashed. Während der Aufnahme. Dann wollte ich aufnehmen, doch die zwei, nochmal die Nachfolge, war eine, ja, die Nacht war ja schon so ein bisschen ätzend. Und dann hat das diese knapp 20 Minuten nicht aufgenommen. Also hatte ich eigentlich grundsätzlich zwei Videos komplett verloren. Also weißt du, wenn das, da hat natürlich das Crash, da kannst du nicht viel machen. Ja, okay, aber das hat mich echt genervt. War echt nervig. Ehrlich gesagt.
83%. Prozent, Leute. Hey, noch. Wie lange sind wir schon dran? 36. Warte, 37. Ja, pff. Wollte nicht so raus, wie ich wollte. Vielleicht mache ich dann aber dann. Schauen wir mal. Ob ich da knapp eine Stunde mache oder ob ich da knapp eine Dreiviertelstunde hier mache. Kommt drauf an, was jetzt in diesen knapp 8 Minuten passiert. Und sonst, weiß nicht, sonst mache ich halt aber den kleinen Zwischencut. Halt das nur noch 3/4 Stunde habt, dann gibt es halt 2 3/4 Stunden Videos. Wenn wir 85, nur 15%. Schauen wir mal. Oh. Schon voll? Ah, das bisschen dort. Das bisschen ist jetzt auch nicht so schlimm. Macht jetzt auch nicht den verbratenen Fleiß. Aber ist schon noch nervig, haben wir uns überlegt, dass wir solche Kartoffelernter noch 1,80 Meter breit sind. Das zählt leider nicht dazu. Aber schon, ja, schon krass, haben wir so überlegt, dass das Zeug hier nicht irgendwie wirklich nicht so breit ist eigentlich. Also, haben wir das genau rechnet. Das Zeug nicht so breit ist. Gut, wenn du natürlich zwei nebeneinander hast, bist du gut. Klar bist du breiter. Klar hast du irgendwie 3,06 Meter. Aber da musst du permanent in 2 rumfahren. Gut, 2 mit diesen großen Kartoffelernter, 6 Meter Breite, 2 Stück, da bist du deutlich schneller. Kann ich eher sagen. Also, lieber 2 von diesen großen Kartoffelernter ein bisschen versetzt und dafür seid ihr schneller. Deutlich schneller, viel schneller. Sieht die genau, wie sieht die Seite aus? 40. Schauen wir mal, was in diesen 5 Minuten noch passiert. Oh. Nein, kein Helfer! Du bist mir zu teuer! Aber das Gute ist, hier ist ernsthaft, das ist nicht wie beim 17er, da haben sie es gut gemacht. Also ich meine, gut, klar, man könnte sagen, na, beim 17er hast du auf die Mod natürlich alle dabei gehabt, ja. Das stimmt schon, aber da im 19er finde ich das besser. Du kannst hier einfach, wie gesagt, wie ich schon jetzt ein paar Mal gesehen habt, könnt ihr auf die Mission stehen lassen, abfeiern, weiterspielen. Und wenn ihr nicht eure eigene Maschine benutzen, wenn ihr nicht
gemietete Maschinen hier nehmt. Zeitlich gut, 87. Gut. Sag, dass ich drauf schaue, aber. Gummi kann auch sagen, okay. Ich kann auch sagen, gut, wir machen jetzt hier vielleicht noch 10 Minuten. Also noch knapp bis 50 Minuten. Dann kann man auch den letzten paar Pferden auf 20 oder. Aber ja, schauen wir mal. Wenn aber die nicht jetzt den ja auch nicht zu lang machen. Ja. Eigentlich haben wir jetzt pessimistisch müsste sein und sagen müssen wir hier alles. Durch. Fahren. Sorry, Leute. Na, da irgendwas gegen die Nerven. Ihr wisst ja, ich habe ja zeitlang immer mit meiner Videokamera aufgenommen, weil ich ja das ja hier nicht kapiert habe mit dem Mikrofon und so. Aber jetzt finde ich es eigentlich recht gut so. Was sagt die? 88. Zeitmäßig 43. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt schauen wir mal. Was abgeht hier? Ja, fahren kann ich auch nicht. Aber es ist noch lustig, dass er gegen Hinders, also nach Hinterschiff fahren, dass er dort eigentlich die Gelenksperre drin hat. Also keine Ahnung, ich bin da, ich fahre ja nicht mit sowas, aber die Warnung haben, können Sie mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, warum das so ist. Also ob es das im Real Life auch so ist oder ob das nur hier im Spiel drin ist. So, jetzt kann man hier schön rundum fahren. 90! Dann ja, machen wir doch, komm. Sind wir schon ein bisschen am Limit. Ich muss aber dann sehr gut drauf schauen wegen der Zeit.
Dass ich nicht zu viel Zeit verstreiche. Also ihr seht ja selber, ich bin hier bei 47 Minuten. Und wie viel Prozent? 91. Ich weiß nicht, ob ich so jetzt den Wagen ein bisschen. Minuten. Ja. Wisst ihr was? Wir machen das hier kurz schnell durch. Schauen wir. Und wir sind 92. Ah, ich habe mir das noch knapp 12 Minuten. Schauen wir mal. Salto, 92. Sonst mache ich dann halt auf irgendeinen kurzen kleinen Folgencut. Halt. Ah, doch wird's mir nicht schnell so auf. Uga, uga. Sind wir bei 56%, Leute? Haben wir die viel? Schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Hä? Dann lade ich den Rest irgendwo hier beim Hof abladen. Und ich den Rest hab von was jetzt? Wenn es hier denn mal. Ey, okay, wisst ihr was? Da verbiss. Ja, nein. Sagt die Zeit.
Wie viel? 5% noch. Wollte eigentlich gerade zuerst ein Part beenden, aber... Wir machen noch ein bisschen. Wir schauen jetzt mal, wie lang... Ich fahre jetzt mal einmal rauf und dann kann ich ja dann dort den Part beenden. Weil... Zeitlich, ja gut, dann kann er dann... Fahr nach hoch. Dann da, dann kurz ein Part beenden. Da oben dann kurz ein Part beenden, ja. Ah! Komm rüber! Okay, Leute. Das war's schon wieder mit diesem Video. Mit diesem XXL-Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr da jetzt davon haltet. Ja. Wir werden im ersten Part hier noch kurz den Rest fertig machen. Noch dann den Rest noch kurz rausnehmen und dann, ja. Wir haben jetzt 96%. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es gefunden habt. Wenn du noch nicht abonniert hast, bitte abonniere mich. Wenn du mich abonniert hast, bitte aktiviere die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Folgt mir auf Twitter und Instagram, das ist mein Titelbild über den Abonnier-Button. Dort ist auch mein zweiter Kanal verlinkt, Simulator LP. Und dann würde ich sagen, dann bis zum nächsten Folge und ciao, Leute!